InSat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Die 24. Haus- und Baumesse Ried ist seit Freitag geöffnet. Ein Branchenmix aus allen Bereichen von Bauen, Renovieren und Wohnen ist auf dem Rieder Messegelände wieder präsent. Messedirektor Helmut Lessack. Die Quantität der Aussteller ist hervorragend. Es ist das Fachmessezentrum bis auf eine Halle voll. Aber natürlich ist die derzeitige Lage jetzt nicht ganz so einfach. Aber die da sind, die Besucher und die Aussteller, ich glaube, die sind bisher sehr zufrieden. Die Aussteller sind ja derzeit in der Lage, dass sie genügend Aufträge haben. Das heißt, sie gehen hierher, um auch zum Teil natürlich neue Aufträge zu generieren, aber auch um ihr Image zu pflegen. Ja, natürlich. Also es ist auf der einen Seite ist es Kundenbetreuung, Stammkundenbetreuung, es ist die Akquise nach Neukunden, aber natürlich auch gerade in Bereichen im Bauen und Wohnen, wo man oft langfristig plant, ist es vielleicht, dass jetzt die Auftragsbücher voll sind, aber man entscheidet sich ja auch für größere Investitionen, vielleicht 1, 2 bis zu 3 Jahre vor. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man als Aussteller auch präsent ist. Was sind die Highlights? Gibt es besondere Einheiten, besondere Ausstellungen, die man hier empfehlen kann? Naja, es ist einmal die Qualität der Aussteller ist extrem hoch. Also wenn man sieht, egal ob das jetzt im Fertigteil, im Ziegelbereich, Türen, Fenster, egal was auch immer, Heizsysteme, also es ist wirklich das Who is Who da und es sind auch wirklich die Top-Experten an den jeweiligen Ständen. Darüber hinaus sind es natürlich die 3 Sonderschauen, die wir haben, die Galerie des Wohnens, das Baubiologische Institut. Die Qualität der Aussteller ist extrem hoch. Also wenn man sieht, egal ob das jetzt im Fertigteil, im Ziegelbereich, Türen, Fenster, egal was auch immer, Heizsysteme, also es ist wirklich das Who is Who da und es sind auch wirklich die Top-Experten an den jeweiligen Ständen. Darüber hinaus sind es natürlich die 3 Sonderschauen, die wir haben, die Galerie des Wohnens, das Baubiologische Institut. Ja, noch bis am Sonntag täglich von 9 bis 17 Uhr. Das Parken ist gratis und es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie bereits die Tickets online kaufen. Online sind sie billiger, aber natürlich, es gibt auch Tageskarten.